Für mich ist jedes Wort wie ein Individuum. Es hat einen eigenen Charakter, es ist ein eigenes Wesen und es ist keiner wie das andere. Und es ist jedes auf seine Art sehr, sehr interessant und spannend. Und darum ist die Arbeit so faszinierend. Das Dictionarium Manchki Jun ist ein sehr grosses, umfassendes Wörterbuch, mehr eine Enzyklopädie, ein Lexikon, wo alle Wörter von der rätoromanischen Idiom, die in Graubünden geredet und gesprochen werden, umfasst, die einzelnen Bedeutungen analysiert, Herkunft dokumentiert und soweit einfach ein Spiegelbild ist von der ganzen rätoromanischen Kultur. Wir können auch reagieren, hat man Material gesammelt in den einzelnen Ortschaften. Das heisst konkret, man ist zu den Leuten, hat sie abgefragt mit Fragebögen und zu den einzelnen deutschen Ausdrücken, die entsprechend romanischen, notiert. Die erste Sammlung hat man in den Jahren 1900 bis 1904 gemacht. Insgesamt gibt es heute ungefähr 3 Millionen Belegzettel. Ich bin in einem romanischen Dorf aufgewachsen, mit romanischen Eltern und Geschwistern. Ich habe erst in der 4. Klasse das erste deutsche Wort gelernt. Also bis ich 10-jährig war, habe ich gar kein Wort Deutsch können. Wir hatten auch keinen Fernseher, keinen Tourismus im Dorf. Also von dem her war Romanisch mein Alltag. Ich habe gar nichts anderes gelernt, bevor ich nicht in die Schule bin. Die Arbeit mache mich in erster Linie aus meiner Sicht, weil das so eine wunderbare, interessante Kultur und ein ganz wesentlicher Teil der Schweiz ist, dass es absolut für mich eine sehr, sehr grosse Aufgabe von dem Land ist, dass man das auch dokumentiert. Umso mehr, dass das Romanische ja gefördert ist. Wenn man ein Wort anfängt zu redigieren, weiss man oft nicht, was genau rauskommt. Oder es können verschiedene Bedeutungen auch führen, die man selber nicht kennt hat. Ja, das ist nach der Detektivarbeit. Man hat immer eine grosse Freude, wenn man herausfindet, woher das Wort kommt. Man fängt an und weiss nicht genau, geht dem nach oder und irgendwann kommt man zur Lösung und hat Freude darüber. Oder? Am längsten habe ich am Wort Meter recherchiert. Das ist das Verb mit der Bedeutung setzen, stellen, legen. Das Wort Meter hat etwa 12'000 Belegzettel gehabt. An dem Wort, an dem Artikel, habe ich neben allen anderen Verpflichtungen als Chefredakteur ungefähr 3 Jahre geschafft. Also, ob eine Sprache stirbt oder nicht, das ist immer sehr, sehr schwierige Sprache. Erstens stirbt sie ja nur, wenn es keine Sprecher mehr gibt. Und für das Romanische hat man ja sicher den Tod schon vor 100 Jahren vorausgesagt. Und wenn man sieht, was jetzt alles in der romanischen Szene läuft, habe ich das Gefühl, wir sind noch sehr, sehr lebendig. Also da sehe ich noch sehr, sehr positive Zukunft. Manche Pleite in Individuen, das ersetzt. Asiatische Wette, Asiatische Historie, Asiatische Faszination.